Habt ihr heute deine Öbit gerettet, mein Riesenheld? Öbak vom NR beschlossen. Auch mit den Stimmen der SPÖ. Schmiedak fertig. Das ist totale Unprofessionalität. Wenn seine Dummheit verhindert, dass ich in die Öbak darf, bin ich echt sauer. Das können sie dir nicht mehr nehmen. Das wäre komplett irre. Hoffentlich. Das schadet alles unserem Ruf. Der fährt das BMF an die Wand kommunikativ. Bei dem musst du sehr aufpassen. Alles dem machen. Und wenig Medien. Fernsehen vermeiden. Aber wie können wir ihm beibringen, dass er fleißig sein muss und Briefings forciert? Gar nicht. Das ist ein 60-jähriger Mann. International eher streichen. International war die Empfehlung, es drinnen zu lassen. Ich bin aber nicht international erfahren. Ich habe immer in Österreich gearbeitet. Ich würde einfach sagen, internationale Erfahrung erwünscht. Wir brauchen dann ein sehr gutes Motivationsschreiben von dir. Wer schreibt das? Super, danke vielmals. Du Aufsichtsrat Sammler, das ist dort mein Hauptberuf. Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate. Das wäre ja wie Wiener Stadtrat ohne Portfolio. Kriegst eh alles, was du willst. Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler. Dass du mir diese Chance gibst, mich zu beweisen, ist zu grenzgenial. Habe Mörderrespekt davor und es wird echt cool. Danke für alles und es taugt mir so, in deinem Team sein zu dürfen. Kannst du mir bitte die Nummer von Juratska geben? Wegen Job. Wir rufen ihn an, um herauszufinden, was er kann. Danke, bitte sei lieb zu ihm. Wir brauchen einen Job für Gabi, der Mann. Fällt dir etwas ein? Wir schmeißen den raus oder lassen ihn auslaufen.